Hey Leute, wir spielen heute wieder Dark Past DT. Das letzte Mal haben wir irgendwie mit einem komischen Typen geredet, der aussah wie wir. Und danach wurden wir von einem komischen Typen, nicht Typen, sondern von einer komischen Kreatur verfolgt. Und die Kreatur verfolgt uns tatsächlich immer noch. Die sollte irgendwie direkt da sein. Wir sind aber gerade gestorben, deswegen kommt er nicht direkt. Und aber ich glaube, wenn wir jetzt hier. Ja, jetzt kommt er direkt wieder. Sobald man von der Ecke wegkommt. Ja, und heute müssen wir anscheinend aus der Schule hier fliehen. Leider. Was ich ein bisschen doof fand, weil die Schule war ein bisschen doof. Und jetzt den ganzen Weg zurückzulaufen, ist ein bisschen aufwendig, würde ich sagen. Aber was soll man schon machen? Ja. Man kann sich ja nicht einfach austeleportieren, was natürlich toll wäre, aber ein Teleportsystem gibt es hier nicht. Hier gibt es auch kein Fluchtseil oder so. Und bei den Ecken leckt das irgendwie immer kurz so. Ich weiß auch nicht wieso. Naja, egal. Also wir gehen jetzt ganz gemütlich hier aus der Schule heraus. Und hoffen dann, dass uns das Viech nicht mehr verfolgt am Ende. Das wäre nämlich echt doof, wenn das Viech uns dann immer noch verfolgen würde. Ja, genau. Oder wir müssen, vielleicht müssen wir das Monster auch vorher irgendwie abschütteln. Da wüsste ich aber jetzt nicht wie, weil ins Inventar kann ich nicht, sonst tötet er mich instant. Und ja, mehr Möglichkeiten gibt es hier ja eigentlich nicht. Deswegen, ja, weinen wir einfach mal und finden es doof, dass wir nichts machen können gegen das Viech hier. Und während wir weinen, lachen wir. Ich kann ja gleich nochmal versuchen, in einem Klassenraum zu laufen oder so. Aber ich glaube nicht, dass das funktioniert. Hier zum Beispiel eine Sink. Ah, nee, da sieht man im Spiegel, wie man ermordet wird. Na gut, Game Over, aufgeben. Nein, natürlich nur erneut versuchen. Nämlich, ja, genau. An der letzten Ecke, wo wir aufgehört haben. Und dann rennen wir halt einfach 1000 Jahre hier entlang. Aus der Schule heraus. Oder ich probiere mal mein Inventar zu öffnen. Mal sehen, ob ich schnell bin. Nee, unmöglich. Das ist nicht möglich. Ich glaube, es ist auch unmöglich, hier in das Klassenraum jetzt zu laufen. Ich habe es ja auch von letzte Folge ausprobiert. Da bringt er eben auch instant um. Also das ist es nicht. Ja, ich weiß nicht. Vielleicht habe ich auch. Vielleicht ist es auch irgendwie so ein Softlock oder so. Vielleicht musste ich vorher irgendwas aktivieren, damit das was wird. Aber solange ich das nicht weiß, renne ich einfach zum Eingang des Gebäudes. So lange, wie ich das vorhin gesagt habe, sollte es ja auch nicht dauern. Hier ein kurzer Lag an der Ecke. Freut mich auch, ob man. Ich finde es auch gut, dass man hier keinen Stamina hat oder so. Also man wird nicht plötzlich erschöpft oder so, muss man plötzlich zwischendurch gehen oder so. Zum Glück nicht. Das wäre irgendwie sehr aufwendig. Oh, shit. Ich hing ja kurz an der Wand. Ist ein bisschen friemlich hier, die Tank-Controls und so. Manchmal. Ich kann ja nochmal zusammenfassen, was letztes Mal so passiert ist, die letzte Folge. Also, wir haben die Gegend hier noch weiter erkundigt, die Schule. Und da haben wir beim Erkunden so einen komischen Computerraum gefunden, mit komischen Bildern drauf. Und irgendeine Datei oder so hat dann ein Video gestartet. Und in dem Video war irgendwie so ein Typ, der sah aus wie der Protagonist. Und mit dem haben wir dann quasi eine Unterhaltung irgendwie geführt. Und dann stellte sich dann heraus, dass der irgendwie aus der Zukunft kommt oder so, oder von der Zukunft spricht. Und ja.
Dann haben wir halt noch weiter ein bisschen die Gegend erkundet und dann kamen wir irgendwie zu einem komischen Zimmer mit einer Kamera drin. Und als wir die Kamera angeschaut haben, hat sich irgendeine komische Box bewegt und dann kam irgendwie das komische Viech hier, was uns gerade folgt, heraus. Und dann mussten wir die ganze Zeit fliehen. Und jetzt sind wir halt da, wo die Folge angefangen hat. Und jetzt weiß ich nicht, was ich machen muss. Na gut. Aber viel kann das Monster auch nicht. Das kann einen verfolgen und mehr auch anscheinend nicht. Was eigentlich auch sehr gut ist. Denn das wäre doof, wenn das mehr könnte. Oder so. Das stampft aber auch, das Monster. Was soll das überhaupt darstellen? Das hat irgendwie... Das soll, glaube ich, eine Spinne darstellen, oder? Mit einem komischen Kopf. Naja. Aber ganz lang gelaufen. Oh, shit, oh, shit, oh, oh, Mist. Ah. Oh shit, oh shit, oh, 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 uff, oh, 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 uff, uff, oh shit, oh, 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 uff, uff, oh, 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 das war knapp, das war knapp, OMG, das war knapp, Mensch, fast wäre ich gestorben, das wäre echt fatal gewesen, stell dich das mal vor, da jetzt einfach zu sterben, boah. Das wäre erbärmlich, oder? Stellt euch mal vor, ich wäre da jetzt gestorben. Ne, also einfach so umgekippt. Erbärmlich, ne? Also zum Glück bin ich da nicht gestorben, da gerade eben. Das wäre nämlich echt fatal gewesen. Stellt euch mal vor, ich wäre da gestorben. Also was jetzt so meine Vermutung ist, was gleich passiert, wir rennen aus der Schule heraus, das Viech, dann drehen wir uns um, das Viech ist dann nicht mehr da und dann kommt Dave an und sagt, ey yo, das wäre ja gar kein Vampir. Ich habe mich versehen. Ups. Naja. Und dann sagt er bestimmt, naja, wenn du schon mal hier bist, können wir uns das ja uns vornehmen, das Monster. Und dann müssen wir gemeinsam das Typ, das Monster hier besiegen. Das ist so meine Vermutung. Oder vielleicht wartet Dave ja schon am Anfang in einer Schrotflinte und erschießt das Viech einfach so. Und bam, und dann ist das weg mit einem Happy End. Aber das ist, glaube ich, nicht der Fall. Wir wissen ja auch gar nicht, ob das wirklich das einzige Monster hier ist. Weil in den Klassenräumen war in den Ecken auch immer irgendwie so ein Gedöns. Oder vielleicht ist das ja auch nur eine leere Hülle. Vielleicht hat sich das Viech gehäutet oder so. Kann auch sein. Kann auch sein. Ich weiß es nicht. Deswegen rennen wir einfach mal weiter. Was sind eure Theorien so bis jetzt? Schreibt es doch mal in die Kommentare. Dieses YouTube-Videos. Ich sehe ab und zu irgendwie so Items im Hintergrund, glaube ich. Habe ich das Gefühl. Vielleicht sind ein paar Items respawned. Was mich ein bisschen wundern würde. Aber würde mich das wundern? Ach, eigentlich auch überhaupt nicht. Das sind wahrscheinlich nur die Batterien oder so. Damit die einem nicht ausgehen, falls man zu verschwenderisch ist oder so, wie ich. Weil ich habe schon dermaßen viele Batterien benutzt. Für meine Taschenlampe zum Beispiel. Ohne Glühbirne. Und für meine vielen anderen Geräten, wo ich Batterien reinstecken kann. Wie zum Beispiel, Doppelpunkt, Taschenlampe, auffälliges Buch. Ja, also viel ist es nicht. Oder habe ich irgendwas vergessen? Vielleicht ist die Schaufel ja batteriebetrieben. Das kann natürlich auch sein. Eine batteriebetriebene Schaufel, die dann einfach automatisch für einen schaufelt, wäre natürlich praktisch.
Oder vielleicht ist die das Messer, das ist ja stumpf, ne? Vielleicht kann man da Batterien reinlegen, um das zu elektrisieren oder irgendwie Müll. Vielleicht kann man damit irgendwie rumbasteln mit den Batterien. Kann ja auch sein. Die Axt war ja eigentlich eine Waffe, ne? Hätte ich vielleicht ausrüsten können vor dem Chase hier. Aber ich kann gerade mein Inventar leider nicht öffnen. Also wir sollen was anderes außer wegrennen, kann ich ja nicht. Ich finde es auch ein bisschen fies, dass die Türen hier, die vielen Türen, davon waren ja jetzt nur zwei Türen offen und der Rest war verschlossen. Das finde ich jetzt ein bisschen schlecht designt, finde ich. Weil ich würde das besser finden, wenn man die Türen einfach weglässt, wenn man die nicht öffnen kann. Ja? Weil sonst, wenn er einfach sagt, verschlossen, dann bringt einem das ja nicht. Dann denkt man doch als Spieler, dass man die auch irgendwann aufschließen kann, die Tür. Oh, was ich noch nicht ausprobiert habe. Vielleicht, während ich hier wegrenne, kann man eine Tür doch jetzt öffnen. Nein, das war nicht der Fall. Den Fall, der... Auch. Na gut, dann renne ich einfach weiter und hoffe, dass irgendwann mal hier irgendwas passiert. Also gleich, wir sind glaube ich gleich am Anfang. Ich kann glaube ich die Sachen hier schon wieder erkennen. Also noch ein paar Ecken und dann sollten wir beim Eingang sein. Und dann können wir ja das Ding besiegen. Oder auch nicht. Wenn Dave uns nicht, Wenn Dave uns nicht lässt. Vielleicht sagt Dave auch, nein, das Viech ist irgendwie steht unter Naturschutz, das darf man nicht töten. Kann natürlich auch sein, aber das wäre unrealistisch. Ich finde es ein bisschen komisch, dass wir noch nichts über die Vampire erfahren haben. Wir haben noch keinen einzigen Vampir hier richtig gesehen. Finde ich ein bisschen unfair. Ich dachte, dafür sind wir ja reingegangen, ne? Dafür haben wir eigentlich auch Dave überhaupt gefragt. Aber nein. Ja, Dave halt. Ich glaube, Dave kann man nicht vertrauen. Was ich ein bisschen schade finde, weil Dave war ja eigentlich ein guter Companion. Ein Tutorial jedenfalls, ja gut. Es gibt ja viele Charaktere, die dann zuerst ganz oft gut tun und dann am Ende aber böse sind. Oh, was auch sein kann, vielleicht stirbt Dave ja jetzt einfach. Vielleicht sitzt er jetzt in einem Klassenraum und plötzlich wird er von Viechern gefressen. Das wäre lustig, oder? Dann wird Dave endlich weg und dann könnte uns nicht mehr anlügen über Vampire. Aber Vampire sollte es ja geben, ne? Wenn es komische, riesige Spinnenviecher gibt, dann sind Vampire ja nicht weit weggeholt, würde ich sagen. Also ich habe da noch viel Hoffnung, viel Hoffnung auf Vampire. Und ja, Vampire. Wir haben ja jetzt so eine Brille vorhin aufgehoben, ne? Vielleicht können wir die gleich aufsetzen. Und dann können wir mit cooler Brille rumsetzen. Da stand ja dran, dass wir durch die Brille besser sehen können. Vielleicht ist das ja unsere Brille. Wenn ich es richtig... Vielleicht war das ja sogar die Brille von dem Typen, der im Computer war. Kann ja auch sein. Das wäre auch cool. Dann wäre es so ein Ding halt. Das Wort gar nicht ein. Na egal. Also wäre es so ein
ne, dann wäre es noch ein Beweis dafür, dass der wirklich wir sind aus der Zukunft dann halt. Weil wir haben, vielleicht war es ja so, vielleicht hat er die einfach extra aufgesetzt damit, weil er weiß, dass wir die danach direkt finden werden. Kann sein, kann sein. Oder das war einfach nur so ein random Kostüm, was er sich aufgesetzt hat. Er hat ja auch irgendwie einen komischen Hut auf oder so. Vielleicht war es einfach nur ein Teil von dem Hut. Den Hut haben wir ja noch nicht gefunden. Finde ich ein bisschen schade, weil der Hut sah echt cool aus. So einen Hut besorge ich mir, glaube ich, auch mal in Real Life. Und dann gehe ich raus und dann werde ich von allen angestarrt. Und dann weine ich und dann lache ich. Weil ich bin sehr emotional instabil, wenn ich den Hut auf habe. Das ist eine Eigenschaft vom Hut. Und dann spricht der Hut und dann sagt er: Jo, 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 Mike, du bist cool. Und dann denke ich mir so: Jo, 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 das stimmt. Und dann klatschen alle. Das wäre cool. Das wäre so meine Favorite-Fähigkeit für den Hut. Wisst ihr, was noch cooler ist als ein Hut? Ein Zauberstab. Weil mit einem Zauberstab kann man zaubern. Und ich finde, wenn man zaubern kann, dann kann man sich den Hut auch sparen. Oder anders gesagt, wenn man einen Zauberstab hat, kann man sich einen Hut zaubern. Also das ist eben, ne, 2 zum Preis um 1. Deswegen sollte der Hut immer eine niedrigere Priorität haben als der Zauberstab. Ist so meine Meinung. Wenn ihr andere Meinung habt, könnt ihr die ja in die Kommentare schreiben. Oder einfach laut gegen den Bildschirm brüllen. Vielleicht höre ich das ja auch. So, ich muss aber schon sagen, ich renne hier schon eine Weile rum. Und deswegen müssen wir ja gleich schon am Anfang sein, ne? Würde ich sagen, oder? Oder? Weil die Folge ist, ja, die Folgenzeit ist schon um. Ich glaube also, ne? Moment, ich mache hier nochmal bis zur nächsten Ecke, der speichert immer in den Ecken, glaube ich. Ich glaube, deswegen blinkt das da auch immer so. Ah! Ja, ich würde dann sagen, das war's dann für diese Folge von Darkpast DT. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss!